wir machen weiter mit unseren Alenern und haben 5. Sieg geholt im 5. Spiel. Das ist nicht so unglaublich schlecht. So können wir weitermachen. Gehen rein und sind hier beim Scouting. Alles okay. Wir gucken uns nochmal das Thema Geld an. Ja, wir haben Vereinsbudget, das lässt nach. Wir hatten einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Das ist das, was wir noch dieses Jahr eigentlich nur noch ausgeben dürfen. Wir haben noch ein hohes Transferbudget. Dafür wird gescoutet. Uns fehlen nur zentrale Angaben bei denen, die was scouten lassen. Wenn wir da klüger sind, dann schauen wir mal. Transferliste ist geschlossen. Das heißt, das ist mehr so ein Scouten für die Winterpause hin. Und dann sind zwei Leute im Krankenstand. Sport treiben muss ich nicht mehr. Ich mache schon dreimal Sport. Aber ich mache noch einmal eine Weiterbildung, damit ich noch mehr Managerpunkte bekomme. Und ich würde gerne die Leute im Krankenlager besuchen. Das sind die hier unten. Wir gehen mal in die medizinische Abteilung rein. Und ich sag mal dem Lukas Gunkel, hör mal, du hast eine Erkältung. Armer Kerl! Gunkel ist ein Stammspieler bei uns, also den sollte man erst recht besuchen. Er geht hier hin. Dann halten wir noch ein Schwätzchen mit, oh, mein Gesundheitswert wird langsam besser. Mit dem, der ist noch 8 Tage. Geben es nicht so gute Bench. Wer ist denn das? Ach, das ist einer unserer Stürmer, den wollten wir eh verkaufen. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob wir den verkaufen sollen, weil er halt so jung ist noch, aber so richtig cool. Also Kopfball schwach, bis wir dem das wegtrainiert haben. Ich gucke erstmal, dass ich gesünder bin. Den besuchen wir mal nicht. Dann wollten wir noch einmal bei der Jugend gucken gehen, wie es da aussieht. Da sind ein paar Leute besser geworden. Hartung hier, dem geht es echt gut. Und das ist unser Torwart, der auch langsam besser wird. Wir könnten sagen, wir besuchen mal das Jugendtraining. Kann sein, dass dann irgendwie ein positives Event kommt. Und weiter. Haben wir da alles gedacht? Ich glaube ja, ne? Eins weiter. Nein. Faxe schreibt im Chat, vom eigenen Spielerlebnisse, ein Spieler sagte mir im Krankenhaus, ich soll ihn in Ruhe lassen. Er wolle von mir nicht besucht werden. Ich habe ihn einfach verkauft. Gute Einstellung. Sehr schön. Der Gesundheitswert wird langsam besser, weil ich weniger Zeit investiere. Der Balken war eben ganz links. Er wird besser, aber es dauert ein bisschen was. Ja? Ihr Marketing-Team würde gerne eine Charity-Aktion durchführen. Kein Geld. Das ist das Training. Wir holen uns mal die Woche vom letzten Mal und überlegen uns, ob wir die nicht einfach nochmal einsetzen. Ich würde aber gerne, die Ecken werden immer besser. Genau, das sind die normalen Ecken. Die Ecken kurz und Rückraum ist cool, wenn man die hat, aber wir haben schlechte Co-Trainer, wir haben nur einen Trainingsplatz. Meine Trainingswerte sind auch nicht die allerbesten. Hauptsache, wir können die Basics, wir können die Strafraum-Ecken. Wenn die gut sind, bin ich schon mal glücklich. Dann brauche ich nicht die Varianten. Was mir Sorgen eher macht, sind die Distanzschüsse. Das ist ein bisschen mau. Abseitsfalle funktioniert blendend. Da hat man aber bislang kaum erlebt, dass uns irgendwie angezeigt worden ist. Die sind da reingelaufen. Konter würde ich gerne noch weiter hochtreiben. Was ich sehr cool finde, dass wie gut wir den Ballbesitzfußball eingeübt haben und den Pressing, die Pressing und Gegenpressing. Das ist echt top hier unten. Das ist sensationell feine. Das haben wir echt genialst gemacht. Da bin ich echt stolz drauf, im Ernst. Das haben wir gut hinbekommen. Die Reservisten trainieren hier weiter. Der frische Wert insgesamt ist okay. Der ist bei 90. Das heißt, wir könnten sogar, wenn der frische Wert so hoch ist, geringfügig nochmal einmal hier oben rauf gehen und sagen, dass er zum Beispiel das... Ich tausche mal Abseitsfalle und Trainingsspiel aus. Und gehe beim Trainingsspiel bei der Belastung mal eine Stufe höher. Ne? Weil 3 Tage später sind die Zusatzeffekte weitestgehend wieder weg. Das erschöpft sein. Ich glaube, so können wir das machen.
Den Rest würde ich so lassen. Ich finde das eigentlich, ich würde das erstmal so weitermachen, bis wir die Werte, auf die wir Wert legen, hochgejagt haben. Das Einzige, was wir uns überlegen könnten, Konter. Was passiert denn bei kontrolliertem Umschaltspiel? Diese Werte werden da verbessert. Das ist eine Fähigkeit, die verbessert wird. Beides hier. Ich würde weiter Konter mit Passspielen machen. Ich finde das eigentlich ganz okay so. Später können wir noch weinen, noch ein bisschen durchwechseln, aber ich würde erstmal so die Werte hochtreiben. Noch eine Videoanalyse hättest du gerne. Feuermond. Echt? Spielergespräch mit Lukas Gunkeln, der war erkältet. Mensch. Werd doch bitte wieder ganz schnell gesund. Er freut sich. Jugendspieler freuen sich sehr, dass sie ihr Training beobachten. Ein großer Ansporn. Beeinflusst ihre Entwicklung sehr positiv. Ein weiterer Managerpunkt. Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft vom Sportclub Freiburg gleich. So. Bench ist mittlerweile... Nee, das sind die... Wie sieht's mit Gunkel aus? Der ist mittlerweile wieder halbwegs fit. Fitnesswert hat ein bisschen gelitten. Den können wir auch wieder einsetzen. Da hatten wir uns überlegt, ob Reinhard oder Kämmerer spielen sollen. Wie viel sind wir überlegen? Deutlich. Aber die waren sehr erfolgreich. Die scheinen einen Lauf zu haben. Karl Reinhard ist der, den wir eher fördern als Kämmerer. Kämmerer ist ein bisschen besser für unsere Zwecke. Wir fangen mal mit Kämmerer an. Der ist jünger, den würde ich schon gerne fördern. Hier. Da können wir fördern den ja. Rest bleibt, wie es ist. Das sind die von eben. Frische Werte, Fitnesswerte gehen so. Kann man mitarbeiten. Das ist die Stammformation, mit der wir antreten. Rest bleibt hier unten und passt. Wir beginnen mit dem normalen Gegenpressing. Wir machen mal in den ersten Minuten ein bisschen Druck. Das können wir immer noch wegnehmen. Nur die ersten Minuten. Vielleicht fällt ja ein frühes Tor. Dann schauen wir uns nochmal an, wo die anderen ihre Schwächen haben. Wir gehen eher über links. Die haben einen extrem starken linken Außenverteidiger. Das heißt, wir gehen über ihre rechte Seite und unsere linke. Oder wir stoßen hier auch in die Lücken vor. Hier und hier. Ich würde Gaffery-Look, glaube ich, eins nach links ziehen. Der hat auch einen guten linken Fuß. Und Bäumler geht auch. Dann schieben wir den Sofron hier in die linke Lücke rein. Den Bäumler hier hin. So machen wir das und dann gehen wir nämlich bei der... Ja, das ist eine gute Idee. Dann gehen wir hier in das... Gehen wir die linke Seite rein, über diese beiden hier. Wir dürfen das nicht übertreiben, sonst passen die sich da an, aber das sollte gut klappen. So. Ja. Beginnen mit massivem Pressing und Gegenpressing. Konter ist sehr gut. Machen wir weiterhin. Distanzschüsse. Wie gut war deren Torwart? Oh, der ist sehr gut. Also auf jeden Fall schon mal keine Distanzschüsse. Strafraumbeherrschung auch gut. Distanzschüsse machen keinen Sinn. Abseitsfalle hoch, Drip links. Schwalben lassen wir weg. Bleibt so. Wir beginnen mal mit Offensive. Und schauen mal, dass wir noch eine gute Taktik haben. Eine gute Ansprache noch machen.
ich weiß nicht. Die haben wir schon nachgelassen. Wir wiederholen, ne, die Spezialtaktiken. Ich will sehen, dass ihr heute, das ist, ich weiß nicht, wie wichtig das Spiel ist. Ich würde die erstmal weglassen. Und hier auf der rechten Seite, nee, ich würde das gar nicht machen. Ich würde das alles so lassen. Wir sind eigentlich stark genug gegenüber denen. Ballbesitz schwankt hin und her. Ja. Das mit dem Pressing macht gar keinen Sinn. Oh, die haben einen guten Start erwischt. Wir kontern, das ist gut. Reinhardt. Das ist der Innenverteidiger. Kommt aus der Abwehr weit nach vorne. Gunkel. Gavriluk, unser Jungstar. Bäumler, unser Stürmer ganz vorne. Direkt vor den sehr starken Torwart und erhält. Nein, die kommt dann zurück. Das finde ich nicht so cool. Weg da. Weg von unserem Tor. Ksch. Spielt quer. Nein, bitte nicht direkt davor. Na, was macht der denn da? Nein, nee, nicht. Oh, nicht direkt vor dem Tor. Nein. Boah, wie gut ist er denn da? Oh ne, guck mal, die haben massiven Ballbesitz. Wir machen mal der Aufrüstung, gehen wir runter auf defensiv sogar. Die haben einfach einen guten, besseren Start erwischt. Zweikämpfer an Mitte, damit wir, ne? Mittlerer Stand hier. Und bei der Taktik hier vorne. Wir dürfen ja jetzt Kräfte zu verschwenden, macht keinen Sinn, der Rest bleibt. Erstmal die sich austoben lassen. Die sollen sich einmal austoben. Die haben zwei Drittel des Ballbesitzes. Die haben einfach einen Sahnetag erwischt anscheinend. Das ist nicht gut. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Nein! Unser Jungstar, gelb-rot. Ah, die ganze Partie schmiert uns ab. Ja, also wir wechseln sicher. Jetzt ein Stürmer einzuwechseln macht gar keinen Sinn. Wir kämpfen gerade darum, dass wir irgendwie durchkommen. Die mischen uns auf gerade, ne? Die haben auch keinen, den wir in Manndeckung nehmen könnten, weil er besonders stark ist. Ich wüsste nicht, was wir machen könnten jetzt. Also wir haben die eine Taktik, da sind wir gut, die haben wir ne? Angriff Ahlen. Kommen langsam, die Mannschaft berappelt sich. Ballbesitz ist ausgeglichen, die hat eine gute Startphase und die geht jetzt langsam wieder weg. Ich gehe mal auf neutral bei der Ausrichtung. Elfmeter für uns und das in Unterzahl. Hug, der defensive Mittel. Ja, in Unterzahl, das ist gut für die Moral. Zauberhaft. Wir haben Ballbesitz im Plus, obwohl wir in Unterzahl antreten, Leute. Oh, da müssen wir gleich mit dem Einsatz ein bisschen runtergehen. Ein ordentliches Spiel. Freuen wir uns auf die zweite Halbzeit. Puh. Ja, was jetzt? Wir lassen die Einstellung. Es funktioniert im Augenblick, ne? Wir lassen die Einstellung mal so. Ja, also ein Tor reicht ja. Ein Tor reicht ja. Gavriluk ist raus. Wen loben wir? Wen tadeln wir? Den Dörfler. Den müssen wir ein bisschen. Den müssen wir mal ein bisschen kritisieren. Zuerst gehen wir nochmal in die Taktik reingucken. Das scheint hier zu klappen. Sind wir links immer noch so stark? Ich glaube ja. Wir können nicht mehr pressen. Wir spielen in Unterzahl, sonst gehen die frische Werte im Keller. Wir lassen es bei. Wir gehen mal vorsichtig offensiv rauf.
Wir machen ein Gespräch mit unserem Dörfler und sagen ihm, hör mal, das kannst du besser. Und wir loben, vorsichtig loben wir den Winkel, ganz vorsichtig. Ja. Der Dörfler akzeptiert die Kritik und Winkel freut sich. Alles richtig gemacht. Ballbesitz. Immer noch 50-50. Passiert wenig. Ich gehe mal etwas offensiver. Ein Tor reicht. Ein goldenes Tor für uns bitte. Gunkel dribbelt nach vorne. Abseits. Scheibenkleister. Ja, wir sind am Drücker. Ah, wisst ihr was? Wir erhöhen mal das Risiko. Zweikampfkommando durch Hug und Handspiel durch den Gegner. Freistoß aus der Entfernung. Aus der Entfernung schießt er. Ach komm. So, und jetzt wir sind schon offensiv. Wir sind am Drücker. Ballbesitz deutlich zu uns. Aber jetzt gehen wir, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt verändern wir leicht die Taktik und verbessern das Pressing. Wir riskieren mal was. Wir gehen mal ins Pressing noch rein. Schauen uns nochmal die Aufstellung an, ob wir da noch eine frische Kraft reinholen können. Wir haben hier den Kämmerer in der Mitte. Der kann gegen den Reinhardt ausgetauscht werden. Um den Reinhardt zu schonen. Der ist auch sehr zweikampfstark. Ist zwar ein defensiver Mann, aber trotzdem. Dann können wir den Zählern in die Offensive packen. Er verliert 0,5 Punkte, ist aber dann ein offensiver Mittelfeldspieler. Die können weiter nach vorne gestellt werden. Den stellen wir auch weiter nach vorne. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Sonst haben wir nicht so coole Möglichkeiten auszutauschen. Wir haben zwei Torwachte, die gut sind, aber unserer ist noch besser. Und der Rest, wir haben den Markart hier. Den könnten wir noch nachher einsetzen. Wir könnten einen defensiven Mittelfeldspieler auflösen und ihn auf die linke Seite bringen. Aber das wäre für nachher noch eine Möglichkeit. Wir machen erstmal weiter. Ja, Angriff. Fallrückzieher? Nein! Ein Fallrückzieher-Tor? Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Von Taylor, dem 35-jährigen Veteranen, in seiner letzten oder vorletzten Saison. Der Allrounder, der in der Mitte spielt und eigentlich kaum was drauf hat. Das ist ja so cool, Leute. Das ist so cool. MRT 243. Vielen lieben Dank. Danke auch für die lieben Sätze und danke fürs Abo, fürs 12. Ja, aber jetzt natürlich nicht... Ach. Sagen wir so, wir mauern nicht. Die müssen kommen, wir können kontern, wir mauern nicht. Wir mauern nicht, aber wir gehen auf neutral runter und wir gehen in die Taktik rein. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier und gehen etwas runter beim Pressing. Ansonsten, wir können nur einmal auswechseln. Man kann dreimal Auswechslungen durchführen, in Summe von bis zu 5 Leuten. Man kann nur dreimal auswechseln. Wir können nur einmal auswechseln. Ja? Wir haben zwei Auswechslungen gemacht schon. Dörfler ist sehr schlecht. Wir lassen das mal so weiterlaufen. Die ziehen wir wieder etwas nach hinten. Das nehmen wir mal wieder ins zentralen Mittelfeldspieler, da ist er etwas besser. Hm.
Noch ein Angriff durch uns. Ah, der mit dem Fallrückzieher-Tor eben. Unser linker Verteidiger. Bäumler direkt vor dem Tor. Huck, schießt doch! Pfosten! Oh, das wäre die Entscheidung gewesen. Nein, bitte nicht in letzter Minute. Abgefangen. Bäumler. Ja, es gibt einen Konter. Konter. Unser Sturm hat den Ball abgefangen. Pressing gegen Pressing von uns. Huck. Dribbelt nach vorne. Unser junger defensiver Mittelfeldspieler. Knapp daneben. So, 4 Minuten noch. Wir könnten mal einmal auswechseln. Ja, aber jetzt spielen wir mal wirklich vorsichtig defensiv. Die letzten Minuten hauen wir nochmal Pressing rein. Um die noch ein bisschen unter Druck zu setzen, egal ob das Kraft kostet oder nicht. Wir könnten noch einmal auswechseln, letztes Mal. Sollen wir das machen? Wir könnten den Stürmer rausnehmen. Wir könnten ohne Stürmer spielen, nur mit 2 Außenstürmern. Und könnten hinten noch einen Innenverteidiger. Haben wir noch einen Innenverteidiger? Nein. Wir können Markart reinnehmen. Das können wir machen. Wir können Markart reinnehmen für... fürs linke Mittelfeld statt Faller. Weil er ist schon ziemlich erschöpft. Und er ist auch sehr gut. Und dann auf... Ja, komm her. Oh, der ist vorne sogar besser. Dann soll er hier vorne bleiben. Dann haben wir nochmal eine frische Kraft. Wir können... Das ist das letzte Mal, dass wir auswechseln. Also wir können 3 Leute, wir können nachher nicht nochmal auswechseln. Letztes Mal, dass wir irgendwas machen müssen. Wir könnten noch einen Innenverteidiger reinnehmen, ja? Und den Stürmer raus und mauern. WB mauert, Leute. Es wird gemauert, auf Teufel komm raus. Rechtsfuß, alles Rechtsfüße hier. Wenn wir Pressing spielen, dürfen die auch nicht so weit nach hinten fallen lassen. Das ist ja Quatsch. Die letzten 4 Minuten. Vielleicht wird auch nachgespielt. Es gab ja immer einen... Rote Karte. Nein, der Lendler hat die Greife nochmal. Nein. Ja, gehalten. Abfall, pfeif doch ab. Pfeif ab, Schiri. Ja, was für ein dreckiger Sieg. 2-1 gewonnen. Puh, hart erkämpft. In Unterzahl, Leute. In Unterzahl. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Sehr schön. Puh. Oh, jetzt müssen wir einen unserer besten Leute, weil der setzt wahrscheinlich einmal aus, gelb-rote Karte. Das ist echt doof. Aber Leute, echt mit viel Glück gewonnen, Dragonblade. Das Glück kommt zum Tüchtigen. Wir verlieren, wenn wir verlieren, verlieren wir mit Pech. Wenn wir gewinnen, weil wir es verdient haben. Darauf sollten wir uns einigen. Tadeln für gelb-rot. Wir gucken mal dann gleich bei den Spielergesprächen, ob wir da was machen können. Ne? Tabelle bleibt so. Ja. Offenbach ist vorne. Offenbach hat auswärts gewonnen bei der zweiten Mannschaft von Stuttgart. Und die dagegen, die haben auswärts nur ein 1-1 geschafft bei der zweiten Mannschaft von Mainz. Die hängen wir so ein bisschen ab. Kicker berichtet. Oh, wir sind uns nicht einig, ob Writing Bull sich mit dem aktuellen Spielsystem einen Gefallen tut. Es passt nicht zu diesem Team. Entweder müssen neue Spieler her oder das System sollte variiert werden. Das Ergebnis fiel bescheiden aus. Schreiberlinger. Also komm, die wissen doch auch nicht, was sie da machen. Ein sehr cooler Fankommentar. Magdalena Olszewski stellt fest, so ist Sport. Eine weise Frau. Mit dieser Mannschaft kann jeder Trainer Erfolg haben, schreibt Lea, ein anderer Fan.
Man sollte auf Fans nicht hören. Trainingsfortschritt geht so. Frische geht so. Ist okay. Strafraumecken werden immer besser. Zu Lasten der anderen. Aber Hauptsache, eine Sache können wir. Abseitsfalle wird auch besser. Distanzschüsse lassen nach. Und Dribblings auch. Das müssen wir auf Dauer irgendwann ändern. Aber... Sechs Siege in Folge. Sehr schön. Woche vorbei. Derby gleich. Lukic, Jugendspieler. Eine Stufe verbessert und wir bekommen einen Managerpunkt. Das ist fein. Sehr schön. Ja. Läuft. Alles gut. Jetzt schauen wir mal nach, ob wir mit dem ein Schwätzchen halten können, der sich die gelb-rote Karte eben eingefangen hat. Und zwar mit dem Kollegen hier unten. Wo geht denn das? Wo kann man denn mit ihm reden? Hallo? Ich will ein Gespräch mit dir führen. Wo geht denn das? Geht das hier eventuell? Gespräch vereinbar, da unten ist es. Das heißt, einmal hierhin auf mit ihm und jetzt Gespräch vereinbaren. Vorher machen wir noch eine Weiterbildung. Viel Sport. Ich bin immer noch ziemlich erschöpft hier. Ich hoffe, der Wert wird bald besser hier. Und hier müssen wir auch, guck mal, die Betreuer, die sind total ausgelastet. Da müssen wir auch nochmal hochgehen. Das ist nicht gut hier. Aber hier wollen wir schon eins höher gehen. Das ist okay. Masseure. Wir brauchen noch mehr Masseure. Wir haben so einen aufgeblähten Kader. Mehr Bürokaufleute müssen her. Boah, Leute. Das geht ins Geld hier. Auch sehr ausgelastet. Der Rest kann so bleiben. Jetzt machen wir noch eine Sache. Wir beschenken den Fanclub und wir haben 639 Leute in einem Fanclub und jetzt hauen wir mal auf die Pauke, Leute. Wir haben das Geld doch. 38 Euro rein in die Menge. Wir beschenken den Fanclub. Oh, das ist ein extra Termin. Mann. Ich bin doch so fix und fertig. Sollen wir das machen? Und zwar den Fans einschleimen, ihnen 38 Euro vorbeibringen. Ach komm, wir machen das. Wir bringen den 38 Euro vorbei. Ich weiß, das ist viel Geld für uns, aber komm, wir gönnen uns. Gönnen kommt von Können oder Können von Gönnen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist alles zu teuer, aber mal kurz vorbeigehen, das geht. Können wir einen Spieler hinschicken? Nur selber? Nee, komm, wir wollen es auch nicht übertreiben. Dann einmal kurz nach dem Scouten gucken. Alles fein? Alles okay? Ja. Dann kümmern wir uns ums Training. Nächstes Spiel kommt. Alles läuft. Läuft, alles fein.